Guten Morgen, herzlich willkommen hier bei Akikafé Live zur neuesten Ausgabe. Heute geht es um Lumina, mal wieder. Ich habe ja schon mal über Lumina geredet, Lumina 4. Jetzt geht es um die neueste Version. Ich möchte euch helfen, eine Entscheidung zu treffen, wenn ihr euch schwanger tragt mit dem Gedanken, das Programm zu kaufen. Ich möchte euch vor allem zeigen, was das Programm kann in den Hauptfeatures. Ich gehe nicht auf das gesamte Programm, es wird den Rahmen des Videos komplett sprengen. Aber ich möchte mit euch genau die Dinge durchgehen, die vielleicht ein Kaufgrund für euch sein können. Ein Wort zur Transparenz noch vorausgeschickt. Ich werde nicht von Lumina gesponsert. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war ein bisschen pissig mit denen, die haben mich wirklich angeschrieben und haben gemeint, hey, wie sieht's denn aus? Möchtest du Lumina in der neuesten Version mal testen? Und ich gedacht, oh, das kommt mir gerade recht, denn die neueste Lumina-Version läuft besser, wie ich jetzt festgestellt habe, als die alte. Und die macht zunehmend Probleme mit dem neuesten Photoshop. Und deswegen habe ich gedacht, ja klar, kann man machen, habe aber dann gefragt, ja, kann ich das Programm aber hinterher behalten? Und dann kam nichts mehr. Und das fand ich dann doch etwas schade, weil ich mache hier nicht Werbung für Lumina und muss das Programm dann hinterher abgeben, beziehungsweise ist es nicht mehr funktionsfähig. Also hier mal kleine Kritik zu Beginn, aber das ist jetzt vielleicht für euch jetzt nicht so interessant. Ich wollte es euch nur sagen, das ist kein Sponsored Video. Lumina ist seit der letzten Version 4, die ich ja auch mal vorgestellt habe auf meinem Kanal, schon sehr stark gewachsen, insbesondere in der Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, was ihr hier tatsächlich machen könnt. Schauen wir uns aber mal zu Beginn das Foto an, das ich dafür ausgewählt habe. Wir haben es hier mit Unterbelichtung zu tun, mit einem dramatischen Himmel und natürlich auch mit sehr hohen Kontrastwerten. Und da muss ein gutes Programm natürlich wissen, was es tut. Und deswegen denke ich mir, hey, ich habe es hier mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und dann schauen wir uns mal an, was diese künstliche Intelligenz denn so kann. Und bevor wir jetzt uns diese Bearbeitungsfunktion anschauen, gehe ich noch kurz auf das Thema Presets ein. Das ist Startbildschirm von Lumina und das ist aus meiner Sicht natürlich ein Geschäftsmodell für Lumina. Denn diese ganzen Presets, die sind sehr spannend und die sind vielleicht auch sehr interessant, wenn man jetzt sich überlegt, dass man jetzt aus solch einem Foto mal mit einem One-Click so eine Art von Sonnenuntergang erzeugen kann. Aber ihr seht schon, also what? Was ist das denn? Das ist vielleicht eine Sache, die funktioniert bei richtigen Sonnenuntergängen. Da wird das Thema etwas toniger. Aber ihr wisst schon, was hier passiert und erfahrene Fotografen werden jetzt keine Presets über ihre Fotos drüber hauen, weil ihr seht, es wird einfach nicht besser. Eher im Gegenteil, um nicht zu sagen, wir verschlimmbessern das Foto. Was aber passiert ist, dass ihr, wenn ihr mit diesen Presets ein bisschen schafft und so vielleicht auch mal euren Spaß habt oder euren Stil damit entwickelt wollt und immer ein Preset drauf hat, irgendwann habt ihr mal genug davon und dann klickt ihr hier drauf. Und da könnt ihr euch von diesen Presets mehr holen. Und das ist, wie gesagt, ein Geschäftsmodell von Lumina, denn irgendwann einmal fangen wir an nachzukaufen. Und ja, da ein Schelm, der dabei Böses denkt. Deswegen sind diese ganzen Möglichkeiten, hier mit dem Bild zu arbeiten, für euch wesentlich interessanter. Und jetzt muss man sich erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich überhaupt so grundsätzlich, wenn ich jetzt kein Preset einsetzen möchte. Und wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, was Lumina hier anbietet, dann würde wahrscheinlich die meisten von euch jetzt sagen, okay, wo ist jetzt hier meine Möglichkeit, das Bild erstmal zu entwickeln? Und das könnt ihr hier mit fast allen Partien, die wir auch aus Lightroom oder aus Adobe Camera Raw oder aus anderen Programmen kennen, die diese Raw-Bildbearbeitung ermöglichen. Und ich brauche jetzt hier gar nicht groß drauf eingehen. Ihr kennt diese ganzen Regler ja schon recht gut. Ich muss ehrlich sagen, ich entwickle meine Bilder nicht in Lumina. Das könnt ihr natürlich machen, aber was ich euch in diesem Video vor allem zeigen möchte, ist, dass Lumina, und so ist meine Erfahrung, zwar ein Standalone-Programm ist, aber am besten und am effektivsten auf eure Fotos einzusetzen ist, wenn ihr die Dinge erst macht, die ihr gewohnt seid, nämlich zum Beispiel eure Fotos in Lightroom zu entwickeln und dann erst in Lumina zu gehen, denn dann erst kommen die ganzen Dinge zu tragen, für die Lumina ja auch bekannt ist und wo auch die Effekte so gut sind, dass ihr in Photoshop dafür viel mehr Zeit brauchen würdet. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte euch das Programm, wenn ich es euch empfehle, komme ich zum Schluss drauf, nur als Ergänzung und nicht als Standalone raten. Und deswegen habe ich jetzt hier mal mein Bild mit Lightroom entwickelt. Nicht viel gemacht, Kontrast angeglichen, Farben verstärkt, Tiefen etwas nach oben gezogen. Nicht besonders viel. Und jetzt kommt aber das, wofür Lumina eigentlich da ist. Und deswegen möchte ich euch jetzt hier mal ein paar Filter vorstellen, die aus meiner Sicht sehr, sehr intensiv sind.
und sehr, sehr schöne Ergebnisse erzeugen können. Und einer meiner Lieblingsfilter ist jetzt hier dieser Verstärkenfilter. Auch der ist jetzt mit diesem kleinen AI gekennzeichnet. Das heißt, hier ist die künstliche Intelligenz am Werk. Und dann jetzt ziehen wir mal die Akzente nach oben und jetzt seht ihr schon eine massive Veränderung in diesem Foto. Also hier kommen Details zu tragen, wo ich bei Photoshop mit Gradationskurven sehr lange brauchen würde. Und was halt natürlich auch fantastisch ist, dass der Himmel hier verstärkt werden kann. Schaut mal, was ich hier für einen überdramatischen Himmel erzeugen kann. Lasst euch aber übrigens nicht davon verwirren, dass ich jetzt hier an diesen Reglern sehr stark ziehe. Das ist in den meisten Fällen too much. Aber damit ihr mal seht, wie mächtig dieses Programm an der Stelle sein kann. Ihr könnt natürlich jetzt, und das ist jetzt so eine Sache, da scheiden sich die Geister, den Himmel natürlich auch austauschen. Lumina bietet auch hier wieder einen Haufen Presets an. Übrigens, die könnt ihr natürlich auch wieder nachkaufen, war ja klar. Ihr könnt aber auch eure eigenen Himmel einfügen, die ihr irgendwann mal fotografiert habt. Jetzt nehmen wir halt dann hier mal beispielsweise eines dieser Himmel. Und jetzt haben wir natürlich eine vollkommene Veränderung von diesem Foto. Das ist extrem dramatisch geworden. Und wenn wir jetzt halt mal noch sagen, okay, wir wollen jetzt natürlich auch sagen, dass der Horizont jetzt nicht im Meer irgendwo hinten rumhängt, kann ich das natürlich nachträglich auch noch verändern. Und natürlich kann ich auch die Maske entsprechend verfeinern, wenn hier in diesem Bereich Wolken über den Berg laufen würden. Ich kann auch, und das ist natürlich auch sehr, sehr schön, den Himmel nochmal nachträglich unscharf machen. Das ist jetzt hier an der Stelle fast unnötig. Aber wenn ihr es mit Fotos zu tun habt, wo im Hintergrund der Himmel zu sehen ist und trotzdem in der Unschärfe ist, könnt ihr hier mit dem Defokusfilter einiges machen. Ich sag ja, das ist jetzt verschlimmbessert, aber ich wollte es euch nur zeigen, dass es, wenn ihr mal den Himmel austauschen müsst oder wollt, ist das natürlich ein richtig mächtiges Werkzeug. Ich möchte euch jetzt hier noch einen Filter zeigen, der ist aus meiner Sicht vielleicht der interessanteste von den Neuerungen, nämlich die Neubelichtung. Und wir reden hier nicht einfach nur von der globalen Belichtung, sondern ich kann jetzt in den nahen Bereichen und in den fernen Bereichen meine Helligkeit steuern. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Regler nach oben ziehe, seht ihr, der Himmel wird heller und der ganze Part im Hintergrund ist heller und mein Vordergrund bleibt aber so, wie er war. Und dasselbe kann ich natürlich jetzt auch für den Vordergrund machen. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie eure Fotos sind, aber hier könnt ihr ganz schnell hochkontrastreiche Effekte erzeugen und viel mehr Tiefe. Und den Bereich, also der Übergang von diesem dunklen und hellen, könnt ihr mit der Tiefe hier entsprechend steuern. Ihr seht, wie hier sozusagen eine Wolke über die Szene fällt. Also das ist schon super effektiv. Vielleicht ist das nicht das beste Foto, um das zu verdeutlichen. Aber denkt mal an Porträtfotos, wenn ihr im Vordergrund euer Hauptmotiv schnell aufhellen wollt und den Hintergrund aber dunkel belassen wollt, sodass viel mehr Kontrast entsteht. Das ist euer Filter. Ich mache das jetzt aber nochmal rückgängig und wir schauen uns nochmal eine Geschichte an, nämlich das Thema der Farbharmonie. Das möchte ich euch auch nochmal empfehlen, weil das ist eine Geschichte, die bei Photoshop so an der Stelle nicht machbar ist. Ihr könnt jetzt hier einen Farbkontrast erzeugen. Und jetzt überlegt euch mal, welch mächtiges Werkzeug ihr jetzt plötzlich an der Hand habt. Zuerst einmal sieht es so aus, als würde halt einfach nur der Kontrast erhöht. Aber denkt mal darüber nach, wenn ihr jetzt das für jeden Farbton machen könnt, dann könnt ihr auf einmal diese berühmten Komplementärkontraste erzeugen, über die ich so häufig in meinen Videos spreche. Und das fast schon automatisch. Und natürlich mit einem Haufen Möglichkeiten. Ihr könnt die Wärme einstellen, ihr könnt das ganze Thema weitaus kühler machen und ihr könnt so wirklich an den Farben mal drehen. Und das ist eine Geschichte, die vor allem dann zu tragen kommt, wenn es trübe Tage hatte. Nicht so wie hier an einem schönen Sommertag, sondern da könnt ihr auf einmal die Stimmung in einem Foto viel freundlicher machen oder wenn ihr Bock habt, sogar auch viel kühler. Und solche Geschichten findet ihr in Photoshop nur mit viel, viel Aufwand. Ich habe das Ganze jetzt mal zurückgesetzt, weil ich euch jetzt auch nochmal eine Sache zeigen möchte, die ist hier bei Lumina natürlich sehr, sehr praktisch. Denn wenn ihr kein Photoshop habt, aber mit LUTs vielleicht arbeiten wollt, kurzer Ausflug, was sind LUTs? LUTs sind Zusammenstellungen von Farben, Kontrastwerten, Helligkeiten, Tonungen und zwar alles in einem, aber nicht als Preset, sondern filmerisch. Die greifen ganz tief in das Foto ein. Ihr kennt das, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Film Matrix anschaut, da ist alles relativ grün. Es gibt kaum eine Netflix-Serie, die nicht eines dieser LUTs drauf hat, um einen Wiedererkennungswert in diesem Film zu erzeugen. Das sind ganz wichtige Filter, die man auch in der Fotografie einsetzen kann. Und auch das ist eine Geschichte, die Lumina hier bietet. Ihr seht hier eine Menge, die Lumina hier zur Auswahl hat.
Und wie gesagt, das sind keine One-Click-Presets. Ihr seht hier jetzt einfach keine massive Veränderung im Foto, aber ihr seht eine Tonung, die hier stattfindet. Und das ist etwas, das kann euren Bildstil ausmachen. Ich setze meistens meinen Santa Barbara ein. Das ist mein Filter, den ich gerne habe, beziehungsweise mein LUT, den ich gerne habe. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, ganz andere Filter einsetzen. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass ihr hiermit eine Möglichkeit habt, eure Fotos zu einem Bildstil zu verändern, der ganz charakteristisch ist für euch. Die vielleicht interessanteste Funktion ist das nachträgliche Bokeh einziehen, also sprich einen Hintergrund nachträglich unscharf zu machen, wenn eure Kamera mit dem Objektiv dazu nicht in der Lage war oder halt die Situation es nicht ermöglichte. Und dazu gibt es auch hier wieder eine künstlich gesteuerte Funktion Portrait mit Bokeh. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt gehen wir mal ziemlich weit nach oben und schauen mal, was Domina hier macht. Er muss jetzt zuallererst einmal eine Maske rechnen. Die wird jetzt hier angezeigt. Das heißt, alles, was hier jetzt rot ist, hat Domina als Motiv erkannt. Und jetzt kann ich im Hintergrund entsprechend arbeiten. So, jetzt gehen wir mal ran an das ganze Thema. Und dann schauen wir uns mal die Maske an. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Aber es gibt nun mal Parts, die sind relativ weich. Und vor allem sehen wir diese Parts hier oben am Kopf und hier am Ärmel bzw. am Ellenbogen des Modells. Und dann könnt ihr euch natürlich schon denken, was jetzt passiert. Denn wenn ich jetzt das mal wegnehme, hier diese Maske, dann seht ihr sehr weiche Bereiche. Und das muss ich natürlich hier mit der Pinselsteuerung entsprechend nacharbeiten. Und ich kann euch sagen, das kann ein ganz schönes Gefummel werden. Ich mache das mit euch jetzt nicht. Ich kann euch nur sagen, es geht natürlich, aber alles nur bis zu einem gewissen Grad komme ich gleich drauf. Was wichtig ist, ist, dass Domina eine schöne Funktion hat. Hier im Hintergrund kann ich noch entsprechend mehr einstellen. Also das ist nicht alles, was Domina kann. Vor allem finde ich es sehr gut, dass ich im Hintergrund die Farbtemperatur nachträglich noch ändern kann und natürlich auch in den Helligkeiten und den Glanzlichtern was tun kann. Insbesondere, weil das, wenn ich von Bokeh schon spreche, natürlich eine erhebliche Auswirkung hat auf eventuelle Bällchen, die da zu sehen sind. Das ist das, was ein Fotograf gerne sehen möchte. Ich jetzt eigentlich nicht. Aber gut, ist ein anderes Thema. Was natürlich toll ist, dass ich hier mit der Tiefenkorrektur dieses Bokeh im Hintergrund noch wesentlich kräftiger machen kann. Das sieht allerdings ab einem gewissen Punkt auch sehr unnatürlich aus. Also da müsst ihr natürlich aufpassen, damit das Ganze noch ein bisschen fotografisch aussieht und nicht irgendwie völlig verkünstelt. Das Ganze wird allerdings jetzt wesentlich komplexer und schwieriger für das Programm, wenn ich es mit sehr detaillierten Fotos zu tun habe. Hier zwar mit Offenblende fotografiert, 50 mm 1.4 und auch auf der Kleinbild, aber ich bekomme hier keine Ruhe in den Hintergrund bei diesen Abständen zum Modell. Und das ist ein typischer Fall, wo ich sage, so, und jetzt möchte ich nachträglich Bokeh einführen. Und dann schauen wir uns mal an, was Domina jetzt hier macht. Jetzt gehen wir auch mal hier mit der Menge mal kräftig nach oben, einfach um Effekte zu sehen. Und ihr seht schon, er zeichnet den Hintergrund schon relativ weich, das ist okay. Wenn wir uns jetzt aber mal tatsächlich anschauen, was er hier macht, dann bekommen wir hier schon, ich sag mal, die Übergänge sind nicht klar hier an dieser Stelle. Ich meine, es ist auch fast unmöglich für ein Programm, hier Vordergrund und Hintergrund zu unterscheiden, weil wir hier mit ganz detaillierten Bereichen zu tun haben. Domina macht einen guten Job eigentlich, aber es ist halt einfach nicht machbar, das mit einem One-Click hinzubekommen. Insbesondere, wenn ich dann sage, okay, also ich möchte vielleicht jetzt doch noch ein bisschen mehr Bokeh in diesem Hintergrund drin haben. Das ist mir zu wenig, das ist mir immer noch zu unruhig. Und wie gesagt, jetzt nehmen wir hier mal diese Tiefenkorrektur und machen wir das Ganze wesentlich kräftiger. Vielleicht nicht ganz so übertrieben, aber so können wir es vielleicht lassen. Dann werden diese Übergänge natürlich hier noch extremer. Also das ist okay für Instagram, für Bereiche, wo man jetzt sagt, da hat man es mit 1000 Pixel in der Höhe zu tun. Das wird kein Mensch mehr sehen und von daher kann man es lassen. Aber jetzt achtet auch mal hier auf die Schuhe bzw. auf den Übergang von den Schuhen zum Boden, wo das Modell steht. Das Modell sieht aus, als würde es fast schon da drauf gesetzt worden sein mit Photoshop oder sowas. Und das ist natürlich nicht mehr so wirklich schön. Das heißt, auch hier müsst ihr wieder kräftig nacharbeiten mit Restaurieren. Und ich kann euch sagen, wie gesagt, das ist ein Mordsgefummel. Für einen One-Click ist das gerade noch in Ordnung, aber hier seht ihr die Grenzen des Programms bzw. natürlich auch eurer Zeit, denn ihr wollt ja mit solch einem Programm vor allem Zeit sparen. Der Vollständigkeit halber möchte ich euch jetzt mal zeigen, was Photoshop jetzt aus dieser Geschichte machen kann. Auch nicht ein Automatismus, das ist auch manuell, allerdings geht es wesentlich schneller und viel effizienter.
Das ist jetzt eine Sache, die müsst ihr jetzt nicht machen, aber wenn ihr Photoshop habt, ich habe da eine Technik bei meinem Workshop Photos Like Arki und es gibt einen extra Workshop nur zum Thema Bokeh nachträglich erzeugen. Da gehe ich ganz detailliert auf das Ding ein und das ist ein Rucki-Zucki gemacht und das möchte ich euch mal zeigen, was ich hier machen kann. Schaut mal die Übergänge an, hier gibt es fast keine Probleme. Auch die feinsten Härchen sind noch zu sehen, auch hier oben sehen wir es und trotzdem ist der Hintergrund Butter, weich und so möchte ich das haben. Und wie gesagt, mit dieser Technik, die ich in Photoshop einsetze, brauche ich nicht einmal mehr 2 Minuten, um solch einen Bokeh-Effekt zu erzeugen. Das soll jetzt nicht dazu dienen, euch jetzt zu Photoshop zu überreden. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass dieses Programm auftritt unter dem Motto mit Artificial Intelligence ganz schnell tolle Ergebnisse zu erreichen. Und das ist halt einfach nicht richtig, beziehungsweise das ist ein bisschen zu viel Marketing aus meiner Sicht. Die Hauptbearbeitung ist definitiv die Königsdisziplin in der Bildbearbeitung und ich möchte euch mal zeigen, was Luminar hier für Möglichkeiten bietet. Und dafür bietet Luminar hier diesen Part hier an, Porträtbildbearbeitung. Jetzt müssen wir allerdings zuerst einmal die Schwächen von diesem Bild anschauen, weil wir haben es häufig mit solchen Fotos zu tun, die nicht unter optimalen Bedingungen entstehen. Das Modell hat Glanzstellen im Gesicht, fahle Augen, es steht nicht optimal zur Kamera und wir haben es hier mit Bereichen zu tun, die sind sehr kontrastarm und gleichzeitig ungeschickt, denn die Nase hat zu viel Licht und die Augen dafür zu wenig. Hier müssen wir Ausgleich schaffen. Also was kann ich jetzt hier tun? Leider suchen die Kunden immer wieder mal solche Fotos aus und wenn ihr jetzt nicht allzu viel Zeit mit eurer Bildbearbeitung in Photoshop verbringen wollt, dann müsst ihr Luminar anschmeißen. Jetzt schauen wir mal, was Luminar hier kann. Zuallererst einmal müssen wir versuchen, das Gesicht aufzuhellen und das ist jetzt hier dieser Regler, um die Schattenpartien ein bisschen zu mildern. Und jetzt drehen wir das mal nach oben und dann wird es tatsächlich besser. Wir verlieren allerdings an Plastizität, das ist eines der Nachteile, weil ich jetzt hier keine Kontrastbearbeitung machen kann. Bei den Augen, das ist jetzt ein Teil, da muss ich echt sagen, da gehe ich sehr sparsam mit um. Das ist immer so eine Sache, wie viel Augenglanz wir haben und welche Augenfarbe das Modell hat. Ich kann euch sagen, je mehr an diesen Reglern dreht, desto unnatürlicher sieht das Ganze aus. Ich würde davon hauptsächlich die Finger lassen. Allerdings, und das ist jetzt ein Part, der ist nicht ganz unwichtig, Augenringe zu entfernen sind immer wichtige Bereiche in der Hautbearbeitung, beziehungsweise in der Porträtbildbearbeitung. Und jetzt machen wir das hier mal. Und dann haben wir so einen gewissen Effekt hier erzeugt, aber ich würde mal sagen, das, was hier die Hauptprobleme sind, nämlich das Licht, das hier einfällt und diese Schattenpartien erzeugt und diese Glanzstellen erzeugt, die haben wir damit leider nicht beseitigt. Ob ich jetzt die Augenbrauen verbessere, ist eine Geschmackssache, es kommt auf den Typ des Modells an. Ich drehe jetzt hier relativ wenig am Mund, das kann man machen, aber das sind alles Bearbeitungen, die sind jetzt nicht entscheidend, um das Porträt zu verbessern. Viel wichtiger ist die Haut. Und auch hier können wir wieder mit künstlicher Intelligenz die Hautunreinheiten entfernen. Wenn ich jetzt das mal anklicke und mal die Menge davon bestimme, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass das Modell sagt, hey, entferne mir bitte meine Muttermale, dann passiert hier halt einfach relativ wenig. Wir sehen aber schon, die Haut wird weicher, okay, also ein gewisser Effekt ist hier tatsächlich zu sehen. Jetzt ziehen wir auch mal den Glanz raus, den ich ja hier nicht schön finde, hier unter den Augen und aber irgendwie auch hier am Kinn, das ist halt einfach nicht wirklich gut und wir bekommen jetzt schon den Eindruck, das Modell wird eher matt im Gesicht und wir erreichen hier eigentlich nicht das, was wir eigentlich wollten. Kurzer Ausflug noch in die Anpassung vom Körper. Ich kann jetzt hier, weil das Modell frontal zur Kamera stand und nicht wie richtigerweise eher im Profil noch versuchen, sie etwas zu schmälern. Jetzt machen wir das mal. Und ja, das gelingt. Allerdings haben wir jetzt ein Problem, denn Luminar muss jetzt hier Bereiche hinzufügen, weil er nicht weiß, welcher Part Hintergrund oder welcher Part vom Körper ist. Das müsste er wieder maskieren. Also auch hier ist wieder einiges an Arbeit zu tun. Und was halt auch ein Problem ist, die Form ist jetzt zwar hier besser, aber die Schultern sind breit. Das heißt, das Modell wirkt jetzt wie so eine Olympiaschwimmerin und das sieht halt wirklich nicht gut aus. Jetzt schauen wir uns aber mal vielleicht tatsächlich mal zusammen an, was wir erreicht haben. Und jetzt ignorieren wir mal diesen Part hier unten und kümmern uns jetzt wirklich nur ums Gesicht und schauen wir uns mal vorher nachher an. Es ist okay. Aber ich kann euch sagen, die Hauptprobleme in diesem Porträt könnt ihr mit diesen Filtern nicht verändern. Versteht mich jetzt aber bitte richtig, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Luminar nicht in der Lage dazu ist, Porträtbild zu bearbeiten. Es ist natürlich eine Frage, wie ihr fotografiert und in günstigem Licht, so wie jetzt bei diesem Porträt hier, sieht das Ganze natürlich schon viel, viel besser aus. Aber jetzt kommt halt der Knackpunkt. Ich habe hier eine Kombination eingesetzt aus Photoshop und Luminar. Das ist das, was ich euch empfehlen möchte.
Und erst dann funktioniert solch ein Foto und ihr profitiert sozusagen von Synergieeffekten. Ich zeige euch jetzt mal vorher, nachher. Das ist jetzt eine Kombination aus Lumina und Photoshop. Und dann erst entstehen wirklich interessante Porträts. Also das ist schon wichtig zu wissen. Lumina kann das aber halt nur in begrenztem Maße. Erst richtig gut wird es, wenn ihr Photoshop noch oben drauf einsetzt. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie Lumina in eurem Workflow euch helfen kann und nicht nur einfach nur als Standalone-Programm da ist, um wirklich das gesamte Bild zu bearbeiten. Ich habe jetzt dieses Foto mal bearbeitet, in Photoshop entwickelt und so weiter. Das ist jetzt im Moment der Stand. Und all das, was ich jetzt in Lumina mache, kann ich natürlich auch weiterhin in Photoshop machen. Brauche dafür aber wesentlich mehr Zeit und muss auch viel mehr Aufwand dafür verwenden. Insbesondere, ich muss wissen, wie es geht. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie schnell ich jetzt hier das Bild optimieren kann. Zuerst einmal verstärke ich die Akzente hier in dem Foto und ihr seht schon, wie knallig das Ganze wird, wie mehr Details zutage treten. Und jetzt kommt hier dieser Neubelichtungsfilter, von dem ich vorhin auch schon so geschwärmt habe. Jetzt schaut euch mal an, wenn ich jetzt die Helligkeit im Hintergrund nach hinten, nach unten drehe, wie auf einmal das Modell regelrecht herausgeschält wird aus der Szene. Und dazu brauche ich kein Bokeh, dazu brauche ich keine Offenblende. Das machen wir nur mit Kontrast und das ist wirklich sehr beeindruckend. Lumina macht jetzt hier nämlich nicht einfach nur den Hintergrund dunkel, sonst würde der ganze Part hier vom Modell mitgehen und dann hätten wir nichts gewonnen, sondern auch hier wird wieder mit künstlicher Intelligenz das Modell bzw. das Hauptmotiv separiert und nur der Hintergrund dunkel gezogen. Und das kann ich natürlich jetzt noch verstärken, indem ich meinen Vordergrund etwas heller mache, also sprich das Modell noch stärker hervortreten lassen. Und auch hier wieder das Thema Farbharmonie eingesetzt. Jetzt ziehe ich hier mal am Farbkontrast und ihr seht auch hier schon wieder, das ganze Bild wird einfach viel gefälliger, die Farben werden betont und das Modell gewinnt hier nachträglich noch zusätzlich. Und zum Schluss setze ich jetzt hier mein LUT drauf, der Santa Barbara, und ihr seht, wie kräftig das Modell jetzt entsprechend farblich betont wird. Das ist natürlich ein Tick too much. Und was ich vor allem immer mache, ist, ich übertreibe es einfach gerne mal ein bisschen mit Lumina und lasse mir das aber auf eine extra Ebene in Photoshop ausgeben. Denn jetzt kann ich, ich zeige euch mal vorher, nachher, denn jetzt kann ich munter in Photoshop die Bereiche ausmaskieren, die für mich zu viel sind. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was Lumina hier geschaffen hat. Das ganze Thema ist wesentlich kontrastreicher, gefälliger fürs Auge, bunter und schöner. Und deswegen sage ich, ist Lumina eine Ergänzung. Und deswegen möchte ich euch jetzt zum Schluss auch nochmal zeigen, was bei rauskommt, wenn ich das Thema jetzt noch komplett fertig bearbeitet habe in Photoshop. Ich zeige euch mal das Vorher und jetzt das Nachher. Ein wesentlich interessanteres Foto. Das ist jetzt vielleicht für viele too much, spielt aber gar keine Rolle. Das ist mein Bildstil. Ihr müsst es gar nicht so weit treiben. Der Punkt ist, dass Lumina eigentlich dazu da ist, euch in diversen Dingen zu helfen, schnell eure Bilder zu bearbeiten und nicht als Standalone-Programm komplett alles für euch zu erledigen und vor allem nicht mit einem Klick. Und daher vor dem Hintergrund vielleicht auch mein Rat zum Schluss. Euch Landschaftsfotografen rate ich euch, legt es euch zu, wenn ihr das Bedürfnis habt, eure Bilder zu bearbeiten. Das ist wirklich ein wichtiger Fakt, denn es ist ein Bearbeitungsprogramm, das vor allem Dinge stark betont. Muss man nicht übertreiben, aber ein kleiner Zug am Regler ist schon viel Veränderung. Das heißt, wenn ihr eher so der Out-of-Cam-Fan seid, wenn ihr in euren Landschaftsfotos zufrieden seid, nur ein paar Kleinigkeiten machen wollt, dann tut's Lightroom. Und von daher würde ich sagen, da braucht ihr kein Lumina. Wenn ihr aber ein bisschen tiefer in die Bildbearbeitung einsteigen wollt und euch nicht mit Photoshop beschäftigen wollt, ist Lumina durchaus eine Möglichkeit, aber definitiv kein Ersatz. Und das gilt jetzt als Rat auch für euch People-Fotografen. Für euch People-Fotografen würde ich sagen, ist es kein Muss. Es ist ein Zusatz, es ist ein Add-on, das man mal haben kann. Es ist nice to have, aber kein Must-have. Das wäre meine Empfehlung zu diesem Programm. Ich wünsche euch wie immer gut Licht und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Aki.